Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eure Rufnummer von O2 zu einem anderen neuen Anbieter mitnehmen könnt. Da gibt es nämlich auf jeden Fall ein paar Schritte, die wir beachten müssen. Zugegebenermaßen sind das auch einige, auf die man ansonsten von alleine vielleicht nicht unbedingt drauf kommen würde. Dementsprechend mache ich also heute dieses Video hier für euch. Ich denke mal, viele von euch haben wahrscheinlich schon einen neuen Vertrag abgeschlossen. Vielleicht seid ihr aber auch gerade dabei. Spielt im Endeffekt aber auch keine so große Rolle. Das einzige Wichtige ist, dass ihr eure Rufnummer eben jetzt zu eurem neuen Anbieter mitnehmen wollt. Dementsprechend müsst ihr natürlich erst einmal euren neuen Anbieter darüber informieren, dass ihr eben eine Rufnummer von O2 mitnehmen wollt. Je nach Anbieter funktioniert das natürlich immer etwas unterschiedlich. Ich kann euch mal zeigen, wie das hier bei O2 funktioniert, einfach damit ihr mal so grob wisst, wie sowas in der Regel abläuft. Und zwar ist es bei O2 so, wenn wir unsere Rufnummer zu O2 mitnehmen wollen, dass wir dann hier einmal unseren bisherigen Anbieter auswählen müssen, aber natürlich auch die Vorwahl und auch die eigentliche Handynummer eingeben müssen. Dann müssen wir noch angeben, ob wir ein Privatkunde oder ein Geschäftskunde sind. Wie gesagt, diese Angaben müsst ihr dann erst einmal bei eurem neuen Anbieter angeben. In der Regel findet ihr dieses Formular hier immer in der jeweiligen Handy-App. Falls ihr das aber irgendwie nicht finden solltet, dann googelt danach gerne einfach mal. Ihr werdet dazu im Internet auf jeden Fall irgendwas finden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, das ist aber eben nur der erste Schritt, und wenn ihr nur diesen Schritt gemacht habt, dann könnt ihr eure Rufnummer noch nicht mitnehmen, sondern wir müssen eben auch bei O2 selber noch erst einmal diese Rufnummer freigeben. Dafür starten wir einfach mal die O2 App, gehen dann hier auf das Menü, dann klicken wir einmal auf Tarif und SIM, dann einmal oben rechts in der Ecke auf SIM und Vertrag, und dann haben wir hier diesen Punkt Rufnummermitnahme, da klicken wir einmal drauf, dann entweder zu O2 oder zu einem anderen Anbieter. Wir wählen also natürlich die zweite Option, zu einem anderen Anbieter, klicken da einmal drauf, dann sehen wir hier erst einmal die Bedingungen, die Laufzeit und die Zahlung. Die Zahlung ist jetzt bei mir eben 0 Euro, also das Ganze ist kostenlos. Ich denke mal, bei euch sollte das in der Regel auch so sein, und dann klicken wir hier unten einmal auf diesen blauen Button Rufnummer jetzt freigeben. Und ja, ihr seht hier schon die Meldung, dass wir direkt eine Portierungserklärung abgeschickt haben. Das bedeutet, das Ganze hat auf jeden Fall geklappt. Wir können hier einfach einmal auf OK drücken. Hier sehen wir dann auch nochmal die ganzen Daten, die jetzt eben an O2 geschickt wurde, und sobald wir dann einerseits natürlich bei unserem neuen Anbieter die Rufnummermitnahme beantragt haben und wir andererseits auch unsere Nummer bei O2 freigegeben haben, dann können sich die beiden Anbieter miteinander in Verbindung setzen, sodass dann unsere Nummer automatisch von O2 zu dem neuen Anbieter mitgenommen wird. Falls ich euch also mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.